In diesem Video zeige ich euch die einfachste Methode, Trockenbauwände richtig glatt zu spachteln. Und diese Methode könnt ihr auch auf anderen Untergründen anwenden. Ich zeige es euch jetzt explizit am Untergrund Trockenbau, weil wir hier die Gegebenheiten dafür haben. Ist aber im Endeffekt dasselbe wie an den anderen Untergründen auch. Wir haben hier eine Q2-Spachtelung. Ich zeige euch heute, wie man die Wand richtig schön glättet, also nicht wie man die Fugen füllt. Heißt Q3 bis Q4-Spachtelung. Darauf könnt ihr dann halt eine Tapete tapezieren, zum Beispiel eine Mustertapete oder einen hochwertigen Anstrich machen. Und ich zeige euch ja heute die einfachste Methode. Deswegen habe ich auch ein paar spezielle Werkzeuge dabei, um uns den Spachtelaufwand zu erleichtern. Und damit wir auch wirklich das beste Ergebnis für eure Wände zu Hause erzeugen können. Deswegen, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, Abo da lassen und schreibt einen Kommentar, ob meine Tipps hilfreich waren. Und jetzt beginnen wir gleich mit den Materialien und den Werkzeugen, die wir heute im Video verwenden werden. Ich habe im Prinzip hier alles rumliegen, was wir heute brauchen. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, der Spachtelmasse. Da habe ich jetzt einen Rotband Flächenspachtel. Das ist ein Baumarkt, die Baumarktvariante von dem Rotband. Gibt es auch als Rotband Renno im Profibereich. Könnt ihr entweder im Fachhandel kaufen oder eben beim Obi habe ich das jetzt geholt oder bei Amazon. Alles, was wir hier verwenden, was ihr hier seht, verlinke ich euch auf Amazon. Das könnt ihr auch über Amazon bestellen. Dann einmal Wasser mit Pinsel zum Saubermachen und zum Verdünnen der Spachtelmasse. Warum, sage ich euch gleich. Dann einmal Spachtelwerkzeug, ganz normal Kelle, Traufel, kennt sich ja jeder. Und ein ganz wichtiges Tool, einen Schmetterling, Flächenspachtel, Glätter. Der ist dann da, um die Fläche dann wirklich schön glatt abzuspachteln, damit wir am Ende nicht mehr viel schleifen müssen, nachdem es getrocknet ist. Zum Auftragen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ihr tragt es hier mühsam mit Kelle und Traufel auf oder ihr macht die bequeme Variante, die ich auch als die einfachste Variante bezeichne im Video. Und zwar mit einer Spachtelwalze. Ganz interessant, die habe ich gekauft beim Fachhandel für 12,19 Euro. Wie gesagt, auch auf Amazon verfügbar. Die wird ganz normal dann auf einen Roller gepackt, so wie ihr es auch beim Streichen kennt. Bloß, wenn ihr mal näher kommt, zeige ich euch das mal. Die hat hier ganz viele Kunststoffhärchen, sage ich jetzt halt mal, die so richtig quirlig sind. Und da sammelt sich dann die Spachtelmasse drin und die können wir dann aufrollen, die Spachtelmasse. Und so müssen wir nicht mit den Händen uns die Schultern kaputt machen, beziehungsweise uns da so abmühen, sondern können den hier dann so schön eintunken und dann an die Wand spachteln. Und dafür nehmen wir ganz einfach wie ein Streichsetup hier so einen Bügel und einen Rollstab. Jetzt hätte ich fast vergessen, wie es heißt. Und ja, warum müssen wir dann die Spachtelmasse verdünnen? Weil, wenn wir es aufrollen, müssen wir es ein bisschen geschmeidiger haben, dann lässt sich es auch noch schöner glätten. Deswegen nehme ich mir dann hier so einen Akkuquirl. Den habe ich jetzt von Flex, der ist übelst geil, kann man hier Akku reinpacken. Den gibt es leider nicht auf Amazon, da verlinke ich euch mal die Webseite von Flex. Da können wir dann richtig schön den durchquillen und verdünnen den ein bisschen mit Wasser. Ja, sonst habe ich hier den Boden abgedeckt mit dem Kip-Ready-Masker. Übelst geiles Tool, solltet ihr euch auf jeden Fall anschaffen, wenn ihr öfter mal was abklebt. Habe hier ein 3373 angespannt, das geht richtig fix, damit mir das dann nicht so leicht einreißt, nachdem ich es gespachtelt habe und das getrocknet ist, weil das Kleber nicht hier faserverstärkt ist. Da könnt ihr auch das ganz normale 3808 oder das normale Kreppband anspannen. Oben an der Decke habe ich hier auch das 3373 genommen, bloß in breiter, damit ich mir nicht die Decke versau, falls die bei euch schon fertig ist. Bei mir jetzt nicht, aber zur Veranschaulichung habe ich es jetzt mal gemacht für euch. Bevor ihr jetzt noch so viel redet, noch eine Sache. Hier gibt es noch so ein geiles Tool bei dem Spachtelset. Das war so ein ganzes Set. Das ist das hier auch in verschiedenen Größen drinnen. Das ist gerade im Angebot bei Amazon von 350 Euro auf 170, glaube ich, runtergesetzt. Ich klappe mir das dann hier so ein und habe jetzt quasi eine Verlängerung und brauche dann nicht mal eine Leiter in dem Fall. Auch bei einer großen Deckelhöhe kann ich es hier verstellen. Mache mir das auch kleiner, wenn ich es kleiner brauche. Alles möglich. Jetzt
verdünnen wir die Spachtelmasse. Wie gesagt, wenn ihr das so mit der Methode machen wollt, dann müssen die Fugen, da war jetzt eine Tapete drauf in dem Fall als Untergrund, die haben wir runtergemacht. Jetzt geht dann einfach mal mit dem Flügel durch, kratzt es einmal durch oder geht mit der Schleifmaschine drüber. Also der Untergrund muss schon relativ glatt sein jetzt in dem Fall. Die Fugen sind da breit ausgespachtelt, stufenloser Übergang. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schickt mir auf Instagram eine DM mit eurem Untergrund als Bild, dann beantworte ich euch, ob ihr das da so machen könnt. Nehmt mal Flügel und kratzt einfach durch. Macht das dann hier dann unten mal weg, damit ich mir beim Auftragen keinen Dreck in die Spachtelmasse roll. Jetzt verdünne ich mir die Spachtelmasse. Machen wir dann einen Schuss Wasser rein, damit es ein bisschen geschmeidiger wird, und quill das jetzt durch. Könnt so ungefähr so, ja, nach mal 5% Wasser rein, dann schaut mal, wie es funktioniert. Das mache ich jetzt auch mal so nach Gefühl. Es darf aber auch nicht zu dünn sein, weil sonst läuft euch das ja runter und ihr bekommt auch keine richtige Schichtdicke mehr damit hin, weil ihr könntet damit Fugen füllen, theoretisch mit der Spachtelmasse, so eine Allzweckspachtelmasse, aber auch auf Null ausziehen, und wenn ihr das zu stark verdünnt, dann füllt es nichts mehr. Übrigens noch Tipp, ist mir gerade eingefallen, falls ihr jetzt nicht so einen Untergrund habt, der für relativ glatt ist, sondern eine Kratzspachtelung, einen Kratzputz drauf habt oder einen Filzputz, dann könnt ihr das auch mit der Spachtelmasse davor einmal vorziehen und dann den Schritt machen, weil dann sind mal die groben Stellen gefüllt und habt dann relativ glatten Untergrund. Den Quill mache ich mir dann sauber. Jetzt teste ich aber erst, ob das passt, ob der da auch reinpasst. Ja, das passt auf jeden Fall. Also ich kann jetzt direkt da reingehen und mit den Roller so, naja, mit der Spachtelmasse auffüllen, sage ich jetzt mal. Ich würde jetzt mal behaupten, man könnte das sogar noch ein bisschen dünner machen. Und dann geht man wirklich an die Wand ran und trägt da die Spachtelmasse auf. Und das macht man immer wieder. Wenn der einmal so eingearbeitet ist, dann seht ihr, dann haftet die Spachtelmasse auch besser am Roller. Und dann tragt ihr da eine schöne Schichtdicke auf. Und ihr seht, man hat da schon eine gewisse Schichtdicke, wenn man jetzt mal mit dem Finger schaut. Also das ist schon so eine Schichtdicke von so 2-3 mm, würde ich jetzt sagen. Und ihr könnt da auch schön dann an den Rand hinspachteln, hinstreichen, hinrollen sozusagen. Und das, was ihr nicht, da wo ihr nicht ganz hinrollen könnt, machen wir dann mit der Spachtel, weil es bleibt ja auch immer wieder was stehen an dem Glätter. Das können wir dann dafür benutzen. Also wir machen das jetzt wirklich, wir machen jetzt Stück für Stück, wir machen jetzt immer so ein Viertel, rollen wir uns ein und dann glätten wir es. Ich muss ehrlich sagen, das funktioniert richtig gut. Wir haben das auch mal früher, da habe ich auch mal ein Video gemacht, mit einem ganz normalen Fassadenroller gemacht und das probiert, das so aufzuspachteln, und da ging das um einiges mühseliger. Und wenn man ehrlich ist, eine normale Fassadenwalze kostet viel mehr, wie wenn man sich so eine Spachtelwalze holt, und funktioniert einfach um einiges besser. Ihr seht, die Spachtelmasse ist jetzt hier gleichmäßig aufgetragen. Da drüben habe ich es jetzt schon geglättet, weil ich noch ein Kurzvideo gemacht habe. Zeige ich euch aber, wie ich das glätte. Wir nehmen uns jetzt den Glätter, fangen wir jetzt mal von unten an in dem Fall. Setzen unten an und ziehen uns das schön hoch. Den Rest schmieren wir dann unten hin, dass wir unten einen sauberen Anschluss haben. Wenn jetzt hier so Härchen drin sind vom Roller, dann liegt es daran, dass der noch nicht eingearbeitet ist, so wie meiner auch. Die müssen wir dann rausmachen.
Und für oben nehme ich mir jetzt dann die Verlängerung. Habe ich schon gesagt, dass es runtergesetzt ist auf Amazon. Das ist so ein Set. Das gibt es für 170 Euro gerade statt für 350 Euro. Und das ist mein Lieblingsspachtelwerkzeug, ich sag's euch. Das ist so geil. Man könnte jetzt schön mit mittel viel Druck die Fläche glätten und so habt ihr ratzfatz eine schöne glatte Wand. Das Ganze muss dann geschliffen werden, getiefgrundiert werden, je nachdem wie ihr es wollt, vielleicht einfach auch nochmal gespachtelt werden. Je nachdem wie ihr euer Ergebnis haben wollt. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt auf diese Spachtelung schon einen hochwertigen Anstrich machen und schöne Tapete tapezieren. Hätten wir es eigentlich soweit. Hat wirklich gut geklappt. Einziges Manko ist jetzt, dass die Rolle neu war und ein paar Fusseln drin waren. Ich würde sagen, die wasche ich jetzt nochmal komplett aus. Und beim nächsten Mal spachteln hat man dann auch nicht mehr diese Härchen mit drinnen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War wirklich geil. Einfachste Methode, um Trockenbau zu spachteln. Ich kann euch das wirklich empfehlen. Holt euch mal so eine Spachtelwalze. Probiert es aus an euren eigenen vier Wänden, auf der Baustelle, wo auch immer. Spachtelt einen Trockenbau mal mit dieser Methode. Und ihr werdet merken, ob ihr es mir glaubt oder nicht. Es ist eine Erleichterung. Und es geht wirklich einfach. Und meine Schulter, die tut nicht mal wie jetzt, weil ich mich nicht richtig anstrengen musste. Musste mich nicht bücken, musste nicht hier von unten runterziehen, alles, habe alles mit der Spachtelwalze auftragen, hat keine Kelle, keinen Traufel braucht, gar nichts. Nur ein Glätter, die Spachtelwalze und Material. Und schon ging's los. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr solche Tipps haben wollt. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Tobi, macht's gut.